chillen. Ich habe wieder gestern Abend ein bisschen durchs Internet gestöbert und habe den Wagen gefunden. Also ich finde eine echte Lung. Gibt so Kleinigkeiten. Der Innenraum ist jetzt nicht so hochauflösend wie bei manch anderen Mods. Aber dafür ist also die Fahrphysik fühlt sich auf jeden Fall echt an für so einen Civic. Der Mod ist von Assetto Corsa Club. Die haben auch die Fahrphysik gemacht, also man sieht doch, der ist jetzt auch nicht so schlecht und von der Auflösung her. Der Sound ist ein bisschen hallig, aber das ist mehr im Außenbereich so. Im Innenraum hört er sich echt gut an. Macht echt Spaß. Also, kann ich nur empfehlen. Den Link packe ich euch unten in der Beschreibung rein. Dann könnt ihr euch den auch downloaden. Haben tut er 235 PS, 222 Newtonmeter und 950 Kilo. Also das ist echt so eine kleine Spaßkiste. Fahren tue ich hier auf dem Track Climatec A. Das für so kleine Autos finde ich immer ganz lustig, weil sie ein bisschen gefordert werden. Ja, wir gucken uns jetzt hier eine Runde an und dann fahren wir mal eine zusammen. Nicht echt gut in den Kurven, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht echt einen Heidenspaß zu fahren. Wirklich ein Heidenspaß, ein kleines Ding. Jetzt untersteuern.
So, eine fahren wir noch zusammen. Ich kann nicht so viel reden. Ich weiß, viele machen das, können dann immer viel erzählen nebenbei. Aber ich muss mich mal konzentrieren, wenn ich rede und dann fahre, dann kommt da meistens immer ein Scheiß raus. Aber wie gesagt, ihr seht selbst, der Innenraum ist jetzt nicht so hochauflösend. Dafür ist er von außen umso schöner, finde ich. Was ja immer in den Videos ganz wichtig ist. Ja, der Sound, wie gesagt, vielleicht überarbeiten sie den noch. Aber an sich finde ich es jetzt auch nicht so schlimm. Also, ich habe schon schlimmeren Sound gehört. Der hat ja wenigstens Klang. Also man hört schon, dass das. Kann man das schon vorstellen. Ich selber habe jetzt keine Ahnung. Ich habe den Freundeskreis dann 100 Civic gehört. Aber macht echt Spaß aus den Ecken raus, also Mann, ey. Hat's echt cool gemacht. Das übertrieben. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich denke, das Ding ist breit. Ja, dann schaffen wir die Runde nicht ganz. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Wem sie gefallen hat, einen Daumen da lassen. Kritik gerne in die Kommentare. Dann noch einen schönen Tag und ciao.